Meine Damen und Herren, lassen Sie uns in der gebotenen Sachlichkeit, Herr Kollege, reden über eine Mauermörderpartei. Herr Kollege Brandner, bevor Sie weiterreden, erteile ich hier einen Ordnungsruf wegen der Missachtung des sitzungsleitenden Präsidenten. Sie beginnen Ihre Rede mit Herrn Präsident. Ich dachte, bei Männern und Frauen und Damen und Herren werden Sie einbezogen. Ja. Herr Kollege Brandner, Sie erhalten einen zweiten Ordnungsruf. Und beim dritten Ordnungsruf dürfen Sie das Podium verlassen. Ja, in der gebotenen Sachlichkeit reden über eine Mauermörderpartei mit Massenmörderideologie, meine Damen und Herren. Eine Partei, die 40 Jahre lang in einem Teil Deutschlands diktatorisch regierte und Tausende von Toten auf dem Gewissen hat, Erschossene an den Grenzen, zu Tode gefolterte, in den Selbstmord getriebene, zerstörte, zerrissene Familien, Tausende psychische gebrochene Menschen. Meine Damen und Herren, eine Partei, die einer verbrecherischen Ideologie angehört, der Ideologie des Sozialismus. Die, meine Damen und Herren, Sie machen sich mit der Mauermörderpartei, die auf Massenmörderideologien fußt, gemein und fallen auf deren Tricks herein. Wie perfide diese Tricks waren, haben Sie heute gemerkt, dass Herr Ramelow selber plötzlich AfD-Kandidaten wählt. Weggeputscht, da haben Sie mitgeholfen, Ihren eigenen Kandidaten wegzuputschen, haben Sie mitgemacht. Jetzt ist Ramelow im Amt und zeigt Ihnen den Stinkefinger in politischer Hinsicht. So einfach ist es, Sie hinter die Fichte zu führen, meine Damen und Herren. Wir haben darüber geredet, über diese Hufeisentheorie. Meine Damen und Herren, da muss man an einer Stelle etwas korrigierend eingrenzen und sagen, das Gegenstück der Linken auf der rechten Seite ist nicht die AfD, es ist die NPD. Das muss mal ganz klar gesagt worden. Mit anderen Worten, auf der linken Seite dieses Parlaments sitzen die einzigen Nazis in diesem Haus, die Nationalsozialisten auf der linken Seite. Meine Damen und Herren, diese linksfaschistische Truppe auf der linken Seite mit ihrer Partei gehört wegen ihrer extremistischen Umtriebe verboten und abgeschafft, und das lieber heute als morgen. Vielen Dank. Herr Kollege Brandner, erlauben Sie mir zwei Hinweise. Für die Klassifizierung der Linken als nationalsozialistische Partei erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Das ist der dritte. Ich behalte mir weitere Ordnungsmaßnahmen vor. Sage ich ausdrücklich, ich muss darüber noch mal nachdenken. Ihre ständige Provokation des Präsidiums bei der Anrede, auf die Sie mehrfach hingewiesen worden sind, wird weitere Maßnahmen nach sich ziehen. Sollte das noch einmal passieren, wird es nicht beim Ordnungsruf bleiben. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Sylvia Lehmann, SPD-Fraktion, das Wort. Es ist ihre erste parlamentarische Rede.